Wir werden kommenden Shabbat, wenn wir lesen Parashat Korach. Parashat Korach, eine wunderschöne Parasha. Rashi schreibt am Anfang, diese Parasha wird schön gepredigt. Über die gibt es viel, viel zu reden. Über die letzten Parashot, die wir haben. Die letzten Parashot, wir haben, da gibt es viele Zurechtweisungen für uns und viele schöne Lehren, die wir lernen müssen. Also jetzt mit Korach. Letzte Woche waren die Spione. Vorletzte Woche war Miriam, die üble Nachrede gesprochen hat. Dann gab es den Asafsuf. Asafsuf, das sind die Outsider. Die Außenseiter, die Asafsuf, die wollten Fleisch, kein Fleisch. Das ist, wir sehen, so viele Rebellen gibt es hier. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, ihr Juden, ihr... Bei euch gibt es so viel Kritik gegen eure Weisen. Bei uns alle sind Bösewichte. Moshe Rabbeinu hat gesündigt, er hat gesündigt. König David hat gesündigt, er hat gesündigt. Über alle. Und so, wie ist es bei euch? Nein, bei uns sind alle Tzaddikim. Bei uns, das sind heilige Menschen, die sündigen nicht. Ich habe mir gesagt, der Unterschied ist, dass wenn du irgendeine Geschichte erfinden willst und dort irgendeinen Helden haben willst, Superman, Spiderman oder irgendeinen anderen, dann hast du zuerst einmal, du hast einen Helden oder anders. Du hast einen Pfeil geschossen. Nachdem er irgendwo angekommen ist, beginnst du dort nachher die Kreise zu machen. Ihr habt sich schon im Vorhinein die Helden ausgesucht. Und schon im Vorhinein, ihr wisst, das sind die Supermans, das sind die Besten und die sündigen nicht. Aber bei uns, unsere Tora lernt, dass sogar Moshe Rabbeinu, sogar jeder, wenn er was Falsches gemacht hat, die Geschichte wird nicht verändert, sondern das ist eine Kritik, von der wir lernen müssen. Diese Kritik wird zwar sehr groß bezeichnet, aber von dieser Kritik, von den anderen, sollen wir lernen. Auch Korach, Arizal sagt, dass Korach, er war eine sehr große Neshama, sehr hohe Persönlichkeit. Arizal schreibt, dass Korach sind die Endbuchstaben. Tzadik ist Kuf am Ende. Katamar ist Reish am Ende. Yifrach ist Chet am Ende. So fette Wort Korach. Korach, das heißt, er ist, besonders schön, im nächsten Spiel wird er ein Tzadik sein. Doch, Korach, ich werde jetzt ein bisschen über Korach erzählen und nachher die schönen Lehren von denen, die wir lernen müssen. Die Parasha beginnt, Vayikach Korach, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan Vaviran, Beon, Ben Pelet, Ben Reuven, und es hat genommen Korach, der Sohn von Yitzhar, der Sohn von Kehat, der Sohn von Levi, und Datan und Aviram, und On, der Sohn von Pelet, die Söhne von Reuven, und sie haben begonnen, die Revolution gegen Moshe Rabbeinu zu machen. Revolution, der Talmud des Sanhedrin, Seite 109b, er über jedes Wort, er erklärt jedes Wort, was es zu bedeuten hat. Was heißt Vayikach? Und Korach hat genommen. Was hat er genommen? Resh Lakish sagt, Amar Resh Lakish, Lakach Mekach Ra Leatzmo. Er hat für sich den schlechten Anteil genommen. Jeder kann seinen Anteil nehmen. Er hat ausgewählt den schlechten Anteil für sich. Dann Korach, Shenasa Korcha Israel. Es wurde eine Glatze, Korcha, eine Glatze in Israel. Das heißt, sind Leute gestorben, plötzlich ist alles leer geworden. Ben Yitzhar, Ben Sheirtiach Alav et Kol Haolam Katzoraim. Er hat gehetzt die ganze Welt so wie es brennt zum Mittag, so rein. Ben Kehat, Ben Sheikah Shinei Molidam. Das ist der Sohn der Ika. Er hat stumpf gemacht die Zähne von die ihm auf die Welt gebracht haben. Ben Levi, Ben Shenasa Levaya Bagenom Barminam. Der zum Genom gekommen ist. Fragte Talmud Ben Levi und da hat es aufgehört. Sein Stammbaum, Korach, der Sohn von Yitzhar, der Sohn von Levi und aus. Schreib auch der Sohn von Jakob. Sagte Talmud, nein, Jakob hat gebetet,
dass man soll seinen Namen nicht miterwähnen dort. In zwei Sachen steht geschrieben. Jakob bikesh rachamim al atzmo shenemar besodam al tavo nafshi bikalam al techad kevodi besodam. Es gibt zwei Plätze, wo Jakob gebetet, dass er sein Name an diesen Ereignissen nicht erwähnt wird. Und zwar bei den Spionen, ja, und dort besodam al tavo nafshi und bei Korach bikalam al techad kevodi. Dort sagt Jakob Avinu, bittet Gott, bitte, ich will nicht dort erwähnt werden. Und Datan, Shavar al-Dat'el, der Gottes Wort gebrochen hat, Aviram, She'iber atzmo me'asot Tshuva, der sich entfernt hat von der Tshuva, Ve'on, She'ashav be'aninut, On, der Aninut, das ist Trauer, der zu Trauer gekommen ist, Pelet, She'na'asu bo'pela'ot, Ben Reuven, She'ra'a, Ben Shera'a Be'imin, jemand, der gesehen hat und verstanden hat. Ja. Das heißt, Korach, Datan und Aviram, die Söhne von Reuven, sie haben eine Revolution begonnen gegen Moshe Rabbeinu. Und On Ben Pelet, mitten im Weg ist er ausgestiegen von der Revolution. Was war dort? Sagt der Talmud, Raphael, das ist für dich. Ja. Die Frau von On Ben Pelet, Isha, wie soll ich das sagen? Elo Isha Bona Isha Oreset, Ve'ivelet Be'adat Arsenu, Chochmot Nashim Banta Beita, Pasuk in Kohelet Shlomo HaMelech, Chochmot Nashim Banta Beita, die Weisheit der Frauen, sie baut auf das Haus, das ganze Haus steht auf der Weisheit der Frau. Gut zuhören. Das ganze Haus steht auf der Weisheit der Frau. Chochmot Nashim Banta Beita, Ve'ivelet, aber die Dumme, Be'yadet Arsenu, mit ihrer eigenen Hand macht sie kaputt. Sagt der Talmud. Chochmot Nashim Banta Beita, die Weisheit der Frauen, sie baut auf das Haus. Das ist die Frau von On Ben Pelet. Was war dort? Sie sagt ihm, sag mal, warum gehst du jetzt da mit Korach Revolution? Für was? Was? Er sollte der Hohepriester sein. Warum gibt er Moshe, Hohepriester, seinem Bruder und nicht mir? Sagt sie, nun sagen wir, er hat recht, Korach hat recht. Du wirst sowieso der Zweite sein. Du wirst nicht sein oben. Und der Moshe Rabbeinu hat recht, du wirst der Zweite sein. Für was brauchst du dich einmischen in die... Man sagt auf Hebräisch, Al tachnis rosh barile mitach ola. Gib keinen gesunden Kopf in ein krankes Bett drauf. Er sagt aber, ich habe ein Wort gegeben. Unangenehm, ein Mann, ein Wort. Alle werden mich auslachen. Kein Muschina und so weiter, ja. Kein Problem, was hat sie gemacht? Sie hat ihm gegeben, ein gutes Essen hat sie ihm gemacht. Lammkoteletts und so weiter, Gisbis, ordentliche. Und hat ihm gegeben, einen guten Wein zu trinken. Nimm noch eins für mich, Lachaim, Lachaim, Lachaim. Er hat getrunken und kurz gesagt, schlafen gegangen. Jetzt kommen die und sie wollen ihn abholen. Sie hat absichtlich draußen, hat sie ihre Kopfbedeckung rausgegeben und hat draußen begonnen, ihre Haare zu kämen. Aber wie, darf man die Kopfbedeckung vorhaben? Ja, von der Tora. Kopfbedeckung ist ein Gesetz von der Tora. Eine verheiratete Frau muss ihren Kopf bedecken. Und sie beginnt ihren Kopf dort zu kämmen, ihre Haare zu kämmen, neben alle. Und sie sagt, Moment, wir wollen jetzt diese ganze Revolution, sie war für sie in ihrer Meinung, Leshem Shamayim. Sie sagen, Moment, wir wollen Leshem Shamayim, wir wollen jetzt, wir brauchen Gottes Hilfe. Mit so einem, dass seine Frau so, sie ist nicht keine Tzadika, keine Mehasharin-Frau. Nein, das ist nichts für uns. Wir wollen nur die richtigen Tzadikim wollen wir haben. Er ist ausgeschaltet, er ist nicht mehr mit uns. Und sie hat ihn gerettet. Er ist lebendig geblieben von der ganzen Clique, er ist lebendig geblieben.
Das ist Chochmot Nashim Batabeta. Die Weisheit der Frau, sie baut ihr Haus auf. Und Ivelet, Ivelet, das war der Name von der Frau von Korach, manche sagen. Beyadat Erzenu Ivelet, so Ishtoshet Korach. Das ist die Frau von Korach. Weil auch da, als Korach nach Hause gekommen ist, auch da hat er begonnen, was hat auch schon Rebbe gesagt? Ihr, das, Mann, wie, was, wo, du solltest sein, was ist mit dir, was ist mit ihm? Sie hat immer ein bisschen aufgehetzt, wie manche Frauen das machen. Und Behorach und Mechaperavon. Korach, Datan, Datan nicht, aber Korach, dann die 250 Leute, die mit ihm dort waren, alle sind verschluckt worden von der Erde. Fragt er, der Talmud fragt, was hat Korach gesehen? Warum hat Korach begonnen mit dieser Revolution? Er hat gesehen, dass Moshe Rabbeinu für sich selbst, Gott hat ihm gesagt, du bist jetzt der König, du bist der Herrscher. Und dein Bruder Aaron, er ist der hohe Priester, Kohen Gadol. Und jetzt ist gekommen, eigentlich sollte Korach dran sein, dass er ein Fürst sein sollte. Aber Gott hat gesagt zu Moshe Rabbeinu, nimm Elizaphan ben Uziel, also den Kleinsten, nicht ihm. Und da sagt er, Moment, ich bin der Sohn von Izhar, der war der Zweite von Amram. Und, ja, und er hat genommen den Kleinsten und über mich rübergesprungen. Er hat genommen 250 Rashesan Draut, das heißt die großen Afbedin, die großen Dayanim, hat er genommen, 250 von denen, und hat begonnen, die Leute, also eine Propaganda gegen Moshe Rabbeinu zu machen. Er kommt, und das, wir haben letzte Woche beendete Parasha mit, habt ihr aufgepasst oder geträumt? Tzitzit. Ja. Das war mal schlimm, war Tzitzit. Tzitzit, Urutem Otoz, Hartem Tzitzit, Pschuwa, Mitzvah Tzitzit. Jeder Junge, der eine Tzitzit trägt, unter seinen Leibern, ja, niemand muss sehen, ja, Aschkenasen bringen es raus, aber auch da, wenn es die Beine, du kannst drinnen haben. Schaufedern, ja, Tzitzit. Jeder, der trägt eine Tzitzit, jede Sekunde, Uzchartem, steht geschrieben, Uzchartem et kol Mitzvot Hashem, wenn du das hast, du sollst dich erinnern an alle Mitzvot. An alle Mitzvot, sagen unsere Weisen, die Mitzvat Tzitzit, sie entspricht allen Mitzvot. Als ob du jetzt jede Sekunde alle Mitzvot erfüllst. Wie viel kostet deine Tzitzit? 10 Euro? Ja, nimmst du eine Tzitzit? Ich bin Schäfer. Ich bin Schäfer, sehr gut. Kann man in Schäfer kaufen, bestellen, online, offline, wie man will, kann man kaufen. Überall gibt es. Kaufst du eine Tzitzit? Und jede Sekunde, du erfüllst 613 Mitzvot. Eine Belohnung, nicht nur das, wird geschrieben, das haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen gesprochen darüber, dass weil Shem Benoach, weil er bedeckt hat seinen Vater, so hat er eine Belohnung bekommen, dass wir eine Tzitzit tragen, dass seine Nachkommen eine Tzitzit tragen. Aber nicht nur das, dass jeder, der eine Tzitzit trägt, Bezrat Hashem, wenn der Mashiach kommen wird, er wird bekommen 2800 Diener, die ihm dienen werden. 2800 Diener für was? Für eine Tzitzit, die du trägst. Ich ja. Super, super tolle, schöne Mitzvah von der Torah. Man muss, diese Tzitzit muss man Petil Techelit, ein Faden von denen muss eine hellblaue Farbe sein. Von einem bestimmten Fisch. Bestimmten Fisch, der einmal in vom Meer rauskommt und von seinem Blut, so macht man diesen einen Faden himmelblau. Der Talmud sagt, warum himmelblau? Denn himmelblau ist ähnlich dem Himmel, ist ähnlich dem Meer, Meer ist ähnlich dem Himmel. Und wenn du das siehst, es erinnert dich, Moment, es gibt jemanden über mich, es gibt Hashem, ja. Auch ohne den Grund, Tzitzit, Mitzvah Tzitzit. Und jetzt kommt Korach zu und beginnt die Propaganda. Er kommt zu Moshe Rabbeinu neben alle Leute und sagt, Moshe, eine Frage.
Talit Shekula Tchelet. Wenn ich habe jetzt ein ganzes Gewand, voll hellblau, muss ich da noch einen hellblauen Faden raufgeben oder nicht? Moshe Rabbeinu sagt, Gott hat gesagt, einen hellblauen Faden, egal welche Farbe das ganze Gewand ist. Also nur wenn du ein viereckiges Gewand hast, egal welche Farbe, musst du auf seine vier Kanten musst du geben vier Fäden, also vier Schaufäden, Zizion. Sagt Moshe Rabbeinu, ja. Ah, beginnt zu lachen, siehst du, was für ein Blödsinn redest du da? Ein Faden, kann man kommen, mit einem Faden, das soll mich erinnern an Thron Gottes, an Hashem. Wenn der ganze, wenn das ganze Gewand hellblau ist, umso mehr, dass ich mich an Hashem erinnere, alles, was du sagst, ist alles ein Blödsinn und du lügst und so weiter. Da stellt sich jetzt die Frage, wie hat Korach so ein Risiko genommen? Stell dir vor, Moshe hätte gesagt, nein, man braucht nicht. Was hat er dann gemacht? Sein Plan war jetzt, um Moshe Rabbeinu zu sekieren. Rebellieren gegen Moshe Rabbeinu, um zu zeigen, Moshe Rabbeinu, das, was du sagst, ist nichts wert. Sondern der Midrash sagt Folgendes. Korach sagt Folgendes. Er sagt, ich bin... Ich lese das. Amar Rebledi, Lama Chala Korach al Moshe. Amar, Ani Bno Shel Shemen Ben Yitzhar. Sagt er, ich bin der Sohn von Öl, weil Yitzhar ve Tiroshcha ve Yitzarecha. Tiroshcha, das ist Wein, und Yitzarecha, das ist Öl. Das heißt, Gott sagt, ich werde dir dein Wein und dein Öl, ich werde dich sättigen mit Wein und Öl. Pasuk in der Tora. Sagen wir jedes Mal auch in Shema Israel. Ja, bitte Rosh Chabit, Zarecha. Und er sagt so, Yitzarecha, ich bin Öl. Yitzar. Und das Öl, auf jede Flüssigkeit, wenn du Öl gibst, es vermischt mit Öl. Was passiert mit dem Öl? Öl ist immer drüber, ist immer oben. Sagt, und jetzt mit dem Öl hat er zwei Leute gesandt. König David wurde gesalbt mit Öl und Aharon, der Kohen, wurde gesalbt mit Öl. Das heißt, König David hat genommen Malchut, Malchut ben David, die Herrschaft des Königreichs, König David. Und Aharon hat bekommen Keuna, Kohen. Sagt er, und was ist jetzt mit mir? Ich bin ja doch selbst ganz Öl. Ich bin alles Öl. Ich bin das ganze Öl. Deswegen kommt er mit der Talit und sagt ihm, Moshe, wenn wir haben jetzt ein Gewand, das voll himmelblau ist, so wie Öl, ich bin voll Öl, braucht es doch dieses Schaufaden, den einen Faden, der himmelblau ist oder nicht? Wie zum Beispiel, da, sagt er ja, man braucht es. Und deswegen, das ist das, was er gesagt hat. Wenn er mir sagt jetzt, ja, man braucht es, dann ich bin ganz Öl, ich bin so wie die ganze Trellet und auch ich muss bekommen diesen einen Job. Jetzt, Korach hat rebelliert wegen was? Nicht um Geld zu bekommen, nicht um irgendetwas zu bekommen, Korach selbst. Man sagt, Ashir ke Korach, reich wie Korach. Wie viel Geld hat Korach gehabt? Wenn wir heute nehmen, den reichsten Mann auf der Welt, Elon Musk, ja? Oder Amazon. Mutter Rashid, wer ist reicher von den zwei? Musk. Du nimmst Elon, du nimmst Amazon, du nimmst, gemeinsam, wie viel haben sie zusammen? Ja, 400 Milliarden. Das war für Korach Peanuts. Weißt du, was das ist? Peanuts. Ich warte, ich sage dir. Ich sage dir. Der Talmud sagt so, damit wir wissen, wir kommen ungefähr, was bedeutet Reichtum. Weil heute jeder, der ein bisschen zwei, drei Wohnungen hat, ist schon Oligarch. Ja, Gott hat gesagt, so, Josef HaZadik, er war in Ägypten. Es war die Hungersnot auf der ganzen Welt. Und er hat in diesen Jahren der Hungersnot, er hat das Geld von der ganzen Welt nach Ägypten gebracht.
Das heißt, die ganze Welt war pleite, ohne nichts. Das ganze Geld war in Ägypten. Jeder wollte essen. Das Ganze, diese Schätze, die Josef HaTzadik gesammelt hat, wurden in drei Teile geteilt. Einen Teil hat bekommen Korach, einen Teil Antoninus, das was nachher war, das ganze römische Reich hat, und den dritten Teil hat Gott gesagt, das ist verborgen für die Tzadikim le'atid lavo, wenn der Moschiach kommen wird, irgendjemand muss die Tzadikim ernähren. Gott hat gesagt, ich bewahre das auf in meiner Schatzkammer für die Tzadikim, so damit jeder gesättigt ist und jeder was hat. Das heißt, Korach hatte gehabt den Drittel Vermögen von der ganzen Welt. Finde irgendwann einmal in der Geschichte jemanden, der gehabt hat ein Drittel Vermögen. Jetzt ein Drittel. 10% von dem Vermögen. X. Ja. Mit ganzer Reichtum, was heute und gestern und in all den Jahren die Leute gehabt haben, die kommen nicht dazu, zu dem, was Korach gehabt hat. Er war der reichste Mensch auf der Welt. Talmud erzählt, er hatte gehabt 300 Kamele, die nur die Schlüssel getragen haben von seinen Seifs. Aber wo waren die Seifs? Mammut. Mammut. Ja, 400, Entschuldigung, ich habe 300 gesagt, 400. Wo waren die Seifs? Mitgetragen. Auch Kamele und auch. Ja. Ja. Und jetzt Korach, obwohl er alles gehabt hat. Wir kommen jetzt gleich zu dem Thema, das ich ansprechen wollte. Ja. Korach kommt zu Moshe Rabbeinu und sagt: Moshe, genau das Gegenteil meistens, wenn jemand rebelliert, er spricht immer genau das, was nicht weiß. Er kommt zu Moshe Rabbeinu, was die Torah bestätigt. Er ist der bescheidenste Mensch auf der Erde. Und sagt ihm: Madu titnasu, warum seid ihr so hochmütig? Moshe Rabbeinu, ist der bescheidenste Mensch. Anav meod mikol adam asher al pnei adama. Madu titnasu, warum seid ihr hochmütig? Doch, hochmütig. Ki kol ha'eda kulam gedoshim, alle sind heilig. Moshe, mit vollem Respekt, aber wir alle haben gehört von Hashem, die 10 Gebote, die alle waren am Berg Sinai. Ja, alle haben gehört. Aber Moshe Rabbeinu hat face to face mit Gott gesprochen. Und da hat Korach mit der Revolution und mit dem Willen, etwas zu erreichen, er hat genau das Gegenteil erreicht. Weil als Am Israel den goldenen Kalb gemacht haben, Gott wollte das Volk vernichten. Bis Moshe Rabbeinu gestanden hat und gebetet hat. Und Gott hat verziehen. Aber was hat Moshe Rabbeinu gebetet? Was war seine Fürsprache für Am Israel? Er sagt: Gott, du hast am Berg Sinai, was hast du gesagt? Anochi Hashem Elokecha. Lo ye lecha Elokim acherim al panai. Ich bin der Ewige, dein Gott. Du sollst keinen anderen Gott außer mir haben. Das sind die ersten zwei Gebote. Ja? Moshe Rabbeinu sagt so: Gott, du hast mit Singular gesprochen, Einzahl. Du hast nicht gesagt, ich bin euer Gott. Ich bin dein Gott, hast du gesagt. Und du hast gesagt, du sollst keinen anderen Gott haben. Er sagt zu Gott, Moshe Rabbeinu: Am Israel haben verstanden, dass du zu mir redest und nicht zu ihnen. Deswegen verzeihe ihnen und eine gute Frage. Guter Anwalt, ja, Moshe Rabbeinu. Guter Fürsprecher. Und Gott hat wegen dem verziehen. Salachti kidvarecha, sagt Gott: Weißt du was, ich verzeihe dir wegen deinem Spruch. Du hast für sie viel gesprochen, ich verzeihe dir. Jetzt kommt Korach, macht alles kaputt. Er sagt: Wir alle sind da. Nein, Gott hat uns alle geboten. Korach, was machst du? Das ist nicht. Ich habe doch ja viel gesprochen, ich habe gerettet das ganze Volk mit was? Mit diesem Argument, dass Gott nur mit mir gesprochen hat, zu mir gesprochen hat. Da steht geschrieben, Vayipol Moshe al panav, Moshe fällt auf den Boden und betet. Er sieht, es gibt keine andere Wahl. Warum?
sagt der Midrash, Sessi Rachon Revi, es ist schon die vierte Faschla. Wie sagt man Faschla auf Deutsch? Gibt's, das ist auf Hebräisch, glaube ich, ja? Blamage. Blamage, ach, jaffe. Vierte Blamage. Matim le Faschla, Blamage, das ist matim le ze. Die vierte Blamage vom Volk Israel war schon. Am Anfang haben sie gemacht den goldenen Kalb. Was hat Moshe Rabbeinu gemacht? Vayichal Moshe, gebetet. Dann waren die Mitonenim, vorletzte Woche, die wir gelesen haben, die sich beschwert haben, kein Fleisch, kein das, wir wollen nicht, Mann, wir schon. Was hat er geschrieben dort? Vayitpalel Moshe, hat auch wieder gebetet. Und dann, bei den Spionen, dritte Sache, Vayomer Moshe, Lashem, Veshamu Mitzrayim, Moshe Rabbeinu sagt zu Gott, wenn jetzt Ägypten hören werden, dass du sie in der Wüste getötet hast, dafür hast du sie rausgebracht. Schon dreimal hat Moshe Rabbeinu für Am Israel viel gesprochen. Das vierte Mal sagt, geht nicht. Al-Shileshin be'al-Debeim, bis drei Sünden, Gott sagt, weißt du was, geht schon. Geht schon, aber dann macht der vierten Sünde. Wenn man da nicht Shuba gemacht hat, dann werden alle letzten, also alle drei vorigen, werden noch mitgezählt. Wir sagen es bei den Slichot. Ma'avir Rishon Rishon. Jedes Mal, jede Sünde sagt Gott, weißt du, das ist die erste Sünde. Yala. Noch einmal hat er gesündigt, erstes Mal gesündigt. Aber nach dreimal, alle vier wieder zurück, rückgängig, muss man für alles nachher bezahlen. Ja. Moshe Rabbeinu sieht, als Korach kommt und rebelliert. Oi, wei. Jetzt bitte jetzt alle Ohren und Augen aufmachen und zuhören, weil das ist jetzt stark. Das ist euch. Moshe Rabbeinu sieht, dass Korach beginnt mit einer Auseinandersetzung. Machloket. Auseinandersetzung. Ja. Moshe Rabbeinu sieht es und er betet Gott und sagt, Hashem, im Kemot kol ha'adam yemutum. Er sagt, wenn sie wie alle Menschen sterben werden, dann Gott hat mich nicht geschickt. Wenn sie wie alle Menschen sterben werden, Gott hat mich nicht geschickt. Sie sollen auf einer besonderen Art und Weise sterben, dass die Erde sich öffnet und sie von der Erde verschluckt werden. Moshe hat es gesagt. Moshe sagt das. Zu Korach. Er sagt, du glaubst, ich erfinde Sachen von mir. Wenn Gott mich nicht geschickt hat, dann ihr sollt nicht so wie alle anderen, sie sollen nicht wie alle anderen Menschen sterben. Sondern, warum sie sollen nicht wie alle anderen Menschen sterben? Warum diese, sollen sie sterben? Sondern, da waren zwei Sachen, die Moshe Rabbeinu jetzt klären musste. Es war die Auseinandersetzung, die Machloket, und es war der Zweifel an seiner Prophezeiung. Der Zweifel an dem, dass er der Gesandte Gottes ist, dass Gott ihm geschickt hat. Sagt Moshe Rabbeinu, wenn sie normal sterben werden, dann ist es kein Zeichen, weil jeder, der einen Teil in einer Machloket hat, er muss sowieso sterben. Jeder, der einen Teil in einer Machloket, in einer Auseinandersetzung hat, er muss sowieso sterben. Und deswegen, wenn sie normal sterben werden, ist es kein Beweis, dass Gott mich geschickt hat. Deswegen muss Gott irgendetwas Besonderes machen, um zu zeigen, dass er mich geschickt hat. Das heißt, Machloket, wenn wir nehmen das Wort Machloket, das sind die Buchstaben Chelek Mavet, Teil des Todes. Das heißt, egal bei jedem Machloket, aufpassen, Freunde, das ist, oi, egal ob du Recht oder Unrecht hast, auch wenn du 100, 200% Recht hast, aber du bist ein Teil in einer Auseinandersetzung, in einer Machloke, Bar Minan, das ist, dann bist du, du nimmst ein Magnet für den Tod. Dann ziehst du dich zu dem Tod. Machloke ist gleich Chelek Mabet, ein Teil des Todes. Das heißt, jeder, der ein Teil nimmt an einer Machloke, an einer Auseinandersetzung, er soll wissen, er nimmt teil an dem Tod, das heißt, er nähert sich dem Tode. Es ist nichts Besonderes, wenn er stirbt.
Oi, 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 oi. Es war in Amerika. In Amerika eine Gemeinde, die haben gebraucht einen Rabbiner. Und sie haben vom Ausland, haben sie gebracht einen super tollen Rabbiner, Talmid Chacham und Gelehrter und so, aber er war ein bisschen alt. Er war ein bisschen alt und er war nicht mit der, wie sagt man das, amerikanisch, wie die sich noch verhalten, no. Lebensstil, amerikanischer Lebensstil. Er war nicht mit dem, er kannte sich damit nicht aus. Ha? Er war nicht so. Ja, er war ein guter Rabbiner, aber er war nicht cool für die dort. Ja? Er konnte nicht mit ihrer Sprache reden. Er hat gesprochen Jiddisch, Hebräisch und Englisch, fast so wie ich. Ja. Und hab ihn gebracht, er hat seine Arbeit schön gemacht, aber dann irgendwann einmal die Gemeinde, die haben gesehen, dass die Jugend, er zieht nicht die Jugend an. Und leider Gottes in Amerika, da ist die Assimilation ist sehr hoch, die, auch in seiner Gemeinde. Viele Junge, er nimmt eine Goya, sie nimmt einen Goy und tatatata. Und die, das war, sie haben gesagt, okay, wir werden jetzt von Lakewood, gibt es eine Yeshiva, wir werden von Lakewood 20, 30 junge Torah-Studenten bringen, die mit Feuer, die noch brennen, die auch den amerikanischen Stil kennen und die gut Englisch sprechen können. Die werden sie bringen und sie werden hier ein bisschen Afasata Torah machen in Amerika. Und sie haben gefunden Sponsoren für alles, für 3-4 Jahre Sponsoren gefunden, alles war vorbereitet. Bevor sie es machen, sie kommen zu Rav Moshe Feinstein, der große Rabbiner von Amerika, seligen Andenkens. Sie kommen zu ihm und sagen, Rebbe, wir wollen einen Segen von Ihnen. Das und das ist unser Plan, es ist, die Lage ist katastrophal. Viele assimilieren und deswegen wir wollen jetzt das und das machen. Sponsoren, alles ist okay, wir wollen nur Buha, dass sie uns segnen. Sagt Rav Moshe Feinstein, auf gar keinen Fall. Assimilation, das ist die Zukunft des Judentums dort. Auf gar keinen Fall. Wenn ihr bringt jetzt diese jungen Torah-Studenten, sie werden kommen und sie werden ihre eigene Cliquen dort bauen. Und sie werden nachher gegen den vorhandenen Rabbiner rebellieren. Nicht sie, die Schüler, die mit denen zusammen sind. Und es wird zu Machloket kommen. Die sagen im Rebbe, aber es geht hier um die Zukunft des Judentums. Wir wissen, ja, Machloket, aber Itbolelut. Sagt ihnen, ich habe Angst, so das auszusprechen. Er sagt, eine Machloket ist viel, viel schlimmer als Leamid Zelem Baichal. Was ist Leamid Zelem Baichal? Wenn du nimmst einen Götzendienst und in Bet HaMikdash reinbringst. Eine Machloket ist noch schlimmer als Zelem Baichal, als Götzendienst im Bet HaMikdash. Das heißt, mach besser Götzendienst, aber mach keine Machloket. Weil vom Machloket wird niemand verschont. Von Machloket wird niemand verstanden, ist der Bach Shemolat. Es ist Gewalt. Sie haben gehört, großer Rabbiner sagt, sie haben gehört. Nach 3 Jahren, der Rabbiner selbst hat gesagt, ich brauche ein bisschen Hilfe und hin, her, da, dort. Und er hat selber noch 20 Jungs von dieser Yeshiva gebracht. Und was war dann? Zusammengearbeitet. Der Präsident oder der Oberhaupt von der Gemeinde, nach diesen, also kurz davor, er hat gemacht einen starken Unfall und war schwer verletzt. Und der Sohn von ihm, für die Genesung seines Vaters, er hat das Ganze auf sich genommen und gesponsert. Und er sagt nachher, dass gut, dass sie auf den großen Rabbiner gehört haben, weil hätten sie es von Anfang an, wo der Vater noch aktiv war und er war derjenige, der die Gemeinde geführt hat, er war sehr liberal. Und wenn er noch damals wäre der Präsident und sie es, diese 30 Jungs gebracht hätten, so hätte er ihnen viel, viel gestört, Beine gelegt und kurz gesagt, da wäre nichts Gutes draus gekommen. Deswegen, Machloket, das heißt Auseinandersetzungen und Diskussionen,
so viel wie möglich mal. Es gibt zwar Machloket Leshem Shamayim, wie Hillel und Shammai. Ja, der Talmud, Pirkei Avot, Sprüche der Väter. Hillel und Shammai, die beiden, die haben im ganzen Talmud drei Diskussionen gibt es zwischen den beiden. Drei Machlokot. Er ist der Meinung A, der andere ist der Meinung B. Nach gibt es Bet Shammai und Bet Hillel, ihre Schüler schon, schau wie. Von den Rabbinern selbst, die haben nur drei Meinungsverschiedenen gehabt. Ihre Schüler nachher, später in den späteren Generationen, Bet Shammai und Bet Hillel, hunderte von Machlokot, hunderte von Diskussionen und Auseinandersetzungen, aber trotz ihren Meinungsverschiedenheiten zwischen Bet Shammai und Bet Hillel, die haben weiterhin, obwohl laut deren Meinung, laut Bet Shammai, manchmal gibt es das von Bet Hillel manchmal laut Bet Shammai Mamser sind. Und umgekehrt auch, es gibt manche Sachen, wo trotzdem sie haben nicht aufgehört, obwohl sie andere Meinungen waren. Von Bet Shammai haben geheiratet mit Bet Hillel, von Bet Hillel geheiratet mit Bet Shammai und sie waren freundlich und freundschaftlich und wir sind zwar zwei verschiedene Meinungen, so ist es auch in der Tora. Jeder darf und soll auch seine eigene Meinung haben, aber es soll nicht unsere Freundschaft und unsere Liebe gegen eins mit dem anderen, das soll nicht dabei stören. Sagt der Talmud. Amar Resh Lakish, Mikan She'en Machzikin B'machloket. Moshe Rabbeinu ist selbst gegangen zu der Talmud Aviram. Komm, hört's auf. Kol HaMachzik B'machloket Over Belav. Jeder, der ein Teil in einer Machloket, in einer Auseinandersetzung ist, er begeht ein Verbot der Tora. Welches Verbot? Lo Yeke Korach V'chadato, schreibt die Tora. Du sollst nicht sein wie Korach und seine Gemeinde. Nicht nur das, sagt der Talmud, Ra'ui Leitzarea, er soll bekommen einen Außer, Zarat, Pes, was man sagt auf Bukharisch. Und Achafetz Chaim sagt, damals gab es so einen Aussatz, heute gibt es so etwas nicht. Was gibt es stattdessen? Die Armut. Armut ist statt Zarat, ein Jud. Das heißt, wenn jemand sieht, dass irgendwie die Zinsen gestiegen sind, dass irgendwie die Lage, die finanzielle Lage ein bisschen kompliziert und schwer ist, beginne mal das Erste, was du kontrollieren sollst, bin ich irgendwo ein Teil in einer Auseinandersetzung? Bin ich irgendwo ein Teil in einer Machloket? Sagt der Talmud noch, weiter auf selben Blatt, Sanhedrin, Seite 110. Kol acholek al rabo, kecholek al ashchina. Jeder, der eine Machloket, eine Auseinandersetzung mit seinem Rabbiner hat, ist so, als ob er eine Auseinandersetzung mit Gott hat. So wie Korach und Moshe Rabbeinu. Moshe, er geht gegen Moshe, sagt Moshe, nein, nein. Wenn nach Numa, was, das ist Al Hashem, ihr geht gegen Gott. Kol ha'oseh meriva im Rabo, ke'oseh im Hashechina. Jeder, der einen Streit mit seinem Rabbiner macht, ist so, als ob er einen Streit mit Hashem macht. Kol ha'mitraem al Rabo, mitraem, das heißt, aufregt. Warum machst du das und so? Kem mitraem al Hashechina. Adoni, Rabbi hat gesagt, verboten, verboten. Was war jetzt? Rabbi hat gesagt, erlaubt, erlaubt. Shneemar lo alen ut lo techem, ki al Hashem. Moshe Rabbeinu sagt dem Volk, nicht gegen uns sollt ihr euch aufregen. Das ist Gottes Wort. Und dann am Ende Amar Rabbi Abau, kol ha-meharher acharabo, nicht nur gesprochen, auch meharher acharabo, wenn jemand sogar nur denkt, wie hat der Rabbiner das und das gesagt? Wie hat der Rabbiner das und das erlaubt? Wie hat er das und das verboten? Ke meharher achar ha-shechina barmina. Weiter. Gemara Masechet Derech Eretz. Bait sheyesh bo machloket. Ein Haus, wo eine Machloket ist, Auseinandersetzung, am Ende dieses Haus wird zerstört. Sofort ich habe. Weiter. Bet Knesset sheyesh bo machloket. Eine Synagoge, wo es Auseinandersetzung gibt. Sofort leafech leavodah zarah bar minan. Am Ende von Synagoge macht man einen Götzendienst. Eine Kirche bar minan. Oi weh. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Fragt der Talmud. Korach, Shepikeach, er war ja gescheit. Er war nicht dumm.
Korach war gescheit. Korach, er war reich. Er hatte alles gehabt. Mara alles stut so. Was hat er gesehen und so ein Blödsinn gemacht? Nochmal, gegen wen? Gegen Moshe Rabbeinu rebellierst du? Alle haben ja gehört, wie Gott mit Moshe Rabbeinu gesprochen hat. Er selbst, der war auch dort anwesend. Er weiß, dass es stimmt. Was hat ihn dazu gebracht, diesen Blödsinn zu machen? Sagen unsere Weise eine Sache, das ist erneut auf sein Auge. Er war Ruach HaKodesh. Er hat gesehen, wer seine Nachkommen sein werden. Und er hat gesehen, dass einer von seinen Ruach HaKodesh zu kommen, ja, das ist, nicht jeder kann Ruach HaKodesh kommen. Nicht nur heute, auch damals. Ja. Man muss wirklich sehr hoch spirituell sein, um in so ein Niveau zu kommen, Ruach HaKodesh. In Ruach HaKodesh hat gesehen, dass von seinen Nachkommen Shmuel Anavi rauskommen wird. Der Prophet Shmuel, der größte Prophet. Deswegen, er war sich sicher, ich habe recht. Aber was hat ihn wirklich dazu gebracht? Seine Frau, ja, viel. Ist auch ein Mann, der kann sagen, nein. Ai. Auseinandersetzungen, noch einmal. Machlokot ist sehr, sehr, das ist überall, wo du siehst, eine Machloket, eine Auseinandersetzung, lauf weg, als ob du weglaufst vom Feuer. Genau, du siehst das, genau, weglaufen. Aber was hat ihn dazu gebracht? Wir haben das damals auch oft gesprochen und reden das darüber auch sehr oft. Akina, Ata'ava, Ve'akavod, Mozin et Adam min Haolam. Kina, die Eifersucht, Ta'ava, die Lust, und Kavod, die Ehre, die bringen den Menschen weg aus dieser Welt. Bei Korach, das war Kina. Kina, er war eifersüchtig. Moment, aber du hast ja alles. Du bist ja top, du bist ganz oben, der reichste Mensch. Du bist gescheit, du hast Ruach HaKodesh, du hast alles. Nur es fehlt dir noch, das Räucherwerk zu machen. Jemand anderer macht das. Schau, wofür sie damals gekämpft haben. Das ist doch eine Sache. Für was haben sie gekämpft? Um Gott zu dienen. Wer wird mehr Gott dienen? Die Eifersucht. Korach, er hatte zwar alles. Ja, aber das habe ich nicht. Und diese Sache, die ich nicht habe, und er hat das, ich bin eifersüchtig. Die Eifersucht hat ihn dazu gebracht, dass er weg, er konnte jetzt im besten Paradies sein, beste Gan Eden, konnte viel in Zdakot machen, konnte viel in Mitzvot machen, aber die Eifersucht hat ihn aus dieser Welt gebracht. Aber Eifersucht, jeder will jetzt von uns sagen, Tov Korach, ich bin nicht eifersüchtig, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ha, so oder nicht? Ja, ihr habt schon Angst zu nicken, aber... Midrash, erzählt über Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, bevor er gestorben ist, Moshe Rabbeinu ist stark, stimmt? Moshe Rabbeinu, jeder weiß. Und über ihn, was ich geschrieben habe, haben wir vorher gesagt, er ist der bescheidenste Mensch auf Erden. Noch bescheidener als er gab es nicht. Die Zeit kommt von Moshe Rabbeinu, wo Moshe Rabbeinu sterben muss. Moshe Rabbeinu sagt, Hashem, bitte, lass mir, gib mir noch ein bisschen ein paar Tage da. Das geht nicht. Jetzt ist die Zeit gekommen von Joshua ben Nun. Joshua ben Nun, er muss jetzt sein der nächste Prophet. Und es geht nicht, dass du bleibst. Sagt er, weißt du was? Er soll der Lehrer sein, ich werde sein Schüler sein. Ich will weiterleben. Sagt ihm, okay, was er mir gemacht hat, jetzt werde ich ihm es machen. Aber lass mich leben. Sagt der Chef, das willst du nicht schaffen. Lass mich, kann das schon besser, dann geht. Moshe Rabbeinu geht und macht Joshua den Weg frei. Und Bechavot Kvod HaRav, er nimmt ihn von der Hand. Jetzt wie der große Rav seinem Schüler, umgekehrt, die Szene verdreht sich jetzt. Er nimmt jetzt seinen Schüler, der jetzt der große Rabbiner geworden ist. Bringt ihn rein bis Eulmoed, bis zu dem Stiftzelt. Er muss draußen bleiben, so wie Joshua. Er bleibt draußen. Und Joshua geht rein, bleibt ein bisschen dort, kommt nachher raus. Moshe Rabbeinu, was hat er schon gesagt? Was hat er schon gesagt? Ich sagte, als du drinnen warst, hast du mir gesagt, was Hashem dir gesagt hat?
Nein, lass, das ist zwischen uns. Und dann? Ich lese es vor, das ist... Otasha, zu dieser Zeit, itchil Moshe Rabbeinu zoveach, geschrien Moshe Rabbeinu. Mea mitot, velo kina achat. 100 Mal sterben, aber keine Eifersucht. Nicht einmal eine Eifersucht. Sagt, er ist bereit, 100 Mal zu sterben, aber nicht einmal eifersüchtig zu sein. Eifersucht. Akina mozia et adam min haolam. Die Eifersucht kann jemanden töten. Und wir sehen, viele, viele große oder auch kleine Menschen, hauptsächlich ihre Fehler, wo sie nachher scheitern, beginnt mit der Eifersucht. Beginnt mit, ich will noch mehr als ich habe. Rabbi Israel Salam, der große Rabbi, er war derjenige, der er hat das dazu gebracht, dass man in allen Yeshivot über Musar, Ethik, ja, Musar, Rechtweisungen lernt. Und er, der große Rabbi Israel Salam, bevor er gestorben, er war jemand wirklich, der mit seinen Eigenschaften, mit Do, der perfekte Mensch. Und er, bevor er stirbt, er hat seinen Schüler gerufen und sagt ihm, ich will dir mein letztes Wort sagen. Ja, bravut kodarab. Akina atava veakavod mutziin et haadam min haolam. Der Neid, Eifersucht, Lust und Ehre, die bringen den Menschen von dieser Welt. Und sagt er ihm, was heißt et haadam, den Menschen mit dem Artikel? Haadam, sogar den besonderen Menschen, den besten Menschen, auch die können an diesen Sachen leiden. Ja, es ist einmal jemand gekommen, Rav Shach, der große Rabbiner Rav Shach, ist zu ihm gekommen, jemand, er hat Zwillinge bekommen. Er sagt, Rebbe, ich will bitte, dass Sie, Sandak, sitzen von einem von meinen Zwillingen. Okay, was machst du mit dem zweiten Kind? Mein Schwiegervater. Entweder du gibst mir beide oder keine. Quodarava. Wie? Entweder beide oder keinen. Ich will verstehen, normalerweise, wenn jemand anderer wäre, ich hätte gesagt, sag danke für eins. Was? Entweder beide oder keine. Sagte ich, ich erkläre, schau, wie unsere Gelehrten, wie Talmidei Chachamim, wie weit sie sehen. Er sagt, okay, du hast mir jetzt Sandak gegeben. Ich bin gesessen Sandak. Dein Schwiegervater war der zweite Sandak für das zweite Kind. Jahre vergehen, die Kinder wachsen und jetzt, es wird kommen eine Eifersucht zwischen den zwei Brüdern. Bei mir war auf Schach Sandak, bei dir war nur dein Opa Sandak. Das ist nur dein Opa. Ah? Er würde sagen, wie war mein Opa, mein Blut, bei dir war nur auf Schach. Das ist der auf Schach, das ist der auf Schach, das ist der Gdolador. Ja. Oder umgekehrt, ja, geht auch, Raphael, wie du sagst, geht auch umgekehrt. Ja, das heißt, damit es nicht dazu kommt, zu Eifersucht, zu diesem Neid zwischen den Geschwistern, sagt Rav Shach, nein, gib mir einen anderen, aber gib mir nicht. Oder gib mir beide oder gib mir keinen. Damit zwischen den Geschwistern keine Neid und kein Eifersucht ist. Im Endeffekt von dem Neid muss man wissen, der Talmud sagt, was sagt jetzt so da? Wenn jemand etwas haben will, was nicht ihm gehört, das ist Neid, ja. Wenn jemand etwas haben will, was nicht ihm gehört, am Ende, er wird nicht bekommen, das, was er wollte. Aber auch das, was er gehabt hat, wird man von ihm wegnehmen. Als Beispiel dazu, Sota zum Beispiel, eine Frau, die fremdgegangen ist. Sie wollte irgendeinen anderen Chico haben. Und im Endeffekt wurde sie erwischt. Am Ende, das, was sie haben wollte, bekommt sie nicht. Und auch das, was sie gehabt hat, ihren Mann am Ende, auch der ist nachher weg. Dann weiter, sagt der Talmud. Nachash, die Schlange, am Anfang Bereshit, ja? Die Schlange wollte haben, was nicht ihr gehört. Was hat Hashem gemacht? Bekommen hat sie es nicht, die Schlange. Im Endeffekt, auch das, was sie gehabt hat, die Beine, aufrichtige Stehen, das normale Essen, auch das hat Gott von ihr weggenommen. Du wolltest etwas, was nicht dir gehört, was ich dir nicht gegeben habe, was nicht dir zustimmt, ist nicht deins. Das muss uns auch... Manchmal... Schau, was für ein Auto er gekauft hat. Warum habe ich nicht so ein Auto? Schau, welche Wohnung er hat. Schau, was er hat. Schau, welche Frau.
Adonai, das, was dir zusteht, das wirst du bekommen. Und wenn du etwas bekommst, was dir nicht zusteht, du wirst es später bereuen. Wenn du willst, was dir nicht zugebührt, was dir nicht zusteht, du willst etwas anderes, dann auch das, was du gehabt hast, wirst du nachher verlieren. Der Talmud gibt dir 10 Beispiele. Wenn wir Zotar, Schlange, bei Kain, Korach, Bilam, Doeg, Achitofel, Gehazi, Avshalom, Adonijahu, Uziyahu, Haman, Haman Arasha von Purim. All die waren ganz weit oben, die sind gefallen wegen dem Neid, wegen der Eifersucht. Und das, was sie wollten, haben sie nicht bekommen. Aber auch das, was sie gehabt haben, haben sie im Endeffekt verloren. Deswegen, die große Lehre für uns. Machloket, einmal von jeder Auseinandersetzung. Du siehst irgendwo, Machloket. Wie viele sind gestorben jetzt bei Korach? Korach und seine 250 Chikos. Chikos, Rashi Sendor, die großen Rabbiner. Ja. Ja. Aber danach, das Volk hat sich beschwert. Die sind gekommen zu Moshe und Aaron und gesagt, Atema mitem et kal Hashem, ihr habt das Volk Gottes getötet wegen euch, was ist passiert? Lalalalala. Was ist dann passiert? Wie viele sind dann gestorben dort? 14.700. Das heißt, es gab schon eine Auseinandersetzung, eine Machloket. Die waren irgendwie involviert, die haben irgendein ein Interesse gehabt. Vielleicht werde ich, vielleicht wird er, vielleicht wird... Aber danach, es gibt manchmal zwei Leute streiten, aber es gibt noch rundherum nachher noch Leute, die reden, hast du gehört? Die mischen sich da in Sachen, die nicht ihnen gehören, ein. Das ist sogar noch schlimmer als in der Machloket. Wenn du so siehst, dort sind gestorben 250 Leute. Und da die Leute sich nachher beschwert haben, warum habt ihr das gemacht, wegen euch ist das und das passiert, lalalala. 14.700 sind nachher weggegangen. Darum, Machloket, Auseinandersetzungen, weglaufen, so wie du weglaufst vom Feuer. Neid und Eifersucht, es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein, weil Gott gibt jedem das, was für ihn zustimmt. Und auch wenn du bekommst das, was nicht dir gehört, im Endeffekt wirst du es bereuen. Und wenn du willst etwas, was dir nicht gehört, im Endeffekt auch das, was du hast, wirst du verlieren. Und das, was du wolltest, wirst du nicht bekommen. Gott soll uns geben, die Kraft, Bezrat Hashem, an unseren Eigenschaften hart zu arbeiten. Dass jeder von uns, Bezrat Hashem, sich entfernt, weit, weit von Machlokot, dass gar nicht zu uns kommen sollte, diese Machlokot und Auseinandersetzungen, dass wir immer den Weg Gottes gehen, Bezrat Hashem, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.